Moin, moin, gutes Servus, Konnichiwa. Hier ist der Stoller mit dem neuen College Corner, eine neue Woche. Und ich sag's euch, so langsam wird's richtig interessant an der College Football Front. Aber dazu mehr. Fangen wir erstmal an mit dem Rückblick aufs letzte Wochenende. Upset of the Week. Damit fangen wir an. Hab mich ein bisschen schwer getan. BYU. Der Sieg gegen UC war natürlich schon eine Überraschung, aber irgendwie wollte ich nicht schon wieder UC in die Sendung nehmen. Marylands Niederlage gegen Temple, kann man sich jetzt drüber streiten, ne? Nach dem Spiel gegen Syracuse und diesem Boah um Maryland, muss man natürlich schon sagen, dass das eine Überraschung war. Auf der anderen Seite ist Temple jetzt auch kein schlechtes Team und Maryland ist jetzt immer noch kein Big Player in der Big Ten, also das jetzt als Überraschung wirklich zu sehen, finde ich auch nicht. Also für mich war es tatsächlich Herm Edwards und seine Jungs, Arizona State gewinnt bei Michigan State mit dem Riesenergebnis von 10-7. Das hatte ich so nicht kommen sehen. Michigan State ist ja auf so eine Art Wiedergutmachungstour dieses Jahr, weil es letztes Jahr vor allen Dingen offensiv überhaupt nicht lief. Defense war auch wieder brutal gut. 216 Total Yards nur zugelassen. Das ist normalerweise ein gutes Zeichen für einen Sieg. Nur 14 First Downs. Selbst hat die Offense tatsächlich auch gut abgeliefert, über 400 Yards. Aber Strafen haben die Spartans wirklich ja um den Erfolg gebracht. Und das beste Beispiel war die entscheidenden Momente hinten raus. Also erst hast du einen 75-Yard-Drive von Arizona State, der mit einem Touchdown endet, kurz vor Schluss. Davor waren es eben nur 141 Yards im ganzen Spiel. Da war die Defense dann vielleicht doch ein bisschen müde. Und dann hat Michigan State aber noch die Chance, ne, marschiert nochmal zurück und hat die Chance mit einem, ich weiß gar nicht mehr, 42, 46 Yard Field Goal. Das Ding ist drin, alle jubeln, aber halt wird nochmal Video-Review und dabei wird festgestellt, es war ein Spieler zu viel auf dem Feld. Also ein paar Yards zurück, nochmal kicken. Natürlich hat es nicht geklappt. War dann das dritte verschossene Field Goal. In dem Fall über 50 Yards, das passiert dann halt auch mal. Aber so eine Kleinfehler, drei verschossene Field Goals, das darf dir nie im Leben passieren, dass du da zu viele Leute auf dem Feld hast und das Spiel deswegen verlierst. Das ist richtig brutal. Es ist brutal. Mein Spiel der Woche kommt aus der SEC. Florida gegen Kentucky. Florida Number 9 geht ja nach langen Jahren endlich mal wieder als ein Spitzenkandidat in die Saison. Kentucky hatte letztes Jahr so eine Wahnsinnssaison mit 10 Siegen. Benny Snell ist über alles hinweggerannt. Dazu Josh Allen, das Pass Rush Wunder, sind nun alle weg. Deswegen sind die Erwartungen nicht ganz so hoch, wenngleich sie auch nicht komplett runtergeschraubt wurden. Und Kentucky legt da ein Mörderspiel hin, führt 21-10 gegen Ende des dritten Viertels. Alles läuft nach Plan. Ach, kommt ja eigentlich, auch wenn es gemein ist, noch viel besser. Philippe Franks, der Quarterback der Gators, verletzt sich, muss mit dem Kart vom Feld gefahren werden. Schauen wir mal, was da die Diagnose ist. Könnte auch eine schlimme Geschichte sein. Wie auch immer, das Spiel sieht eigentlich gelaufen aus. Und das müssen sich die Wildcats auch gedacht haben, denn sie haben einfach dann aufgehört, das Schlussviertel mitzuspielen. Und Franks Backup, Kyle Trask, kommt rein und macht mal drei Touchdowns im vierten Viertel. Game-winning 4, Touchdown-Run, circa 4 Minuten vor Ende. Dann kommt Kentucky nochmal zurück, könnte nochmal die Führung an sich reißen, aber ist Chance Poor, der Kicker, versemmelt knapp eine Minute vor Schluss auf 35 Yards Entfernung, ist auch ein geiler Name. Chance Poor. Also er hatte die Chance und hat das ganz pur gelöst, das Problem. Boah, war der schlecht. Danach gab es noch einen langen Touchdown-Run von Florida, der war dann nur noch Ergebnis, Kosmetik, Schönheit, tralala. Also war für mich Game of the Week. Das ist
So entstehen dann Legenden im College Football, wenn du da reinkommst, quasi ein Viertel hast und einfach mal die Saison rettest. Boom. Jetzt kommen wir zum nächsten Wochenende. Und wie gesagt, mein Spiel des Spiele ist nicht Wisconsin gegen Michigan, sondern, machen wir uns jetzt vor, Notre Dame zu Besuch in Athens, Georgia. Die Fighting Irish bei den Bulldogs. Das ist das Spiel. Und das ist ein Spiel, das eines der beiden Teams aber mal so richtig ordentlich Richtung College Football Playoff bringen wird. Also, puh. Das Spiel hatten wir auch schon vor 2 Jahren, damals in Woche 2. Und Georgia gewann 20-19 in South Bend und ist anschließend bis ins College Football Finale durchgedrungen, durchmarschiert. Und da wissen wir ja alle, waren sie auch nur ein Hauch vom Championship entfernt. Ich erwarte ein geiles Matchup. Beide Teams, ja, von den bisherigen Spielen kann man wenig ablesen. Beide waren bisher überlegen, krasse Defense, klickt auf allen Zylindern. Kann man schwer sich hinstellen und sagen, ja, hier, da und da, Stellschräubchen. Es waren keine wirklichen, wie ich finde, nennenswerten Gegner, wo man sagen muss, da lief es noch nicht. Bei Georgia ist ein bisschen Wide Receiver ihnen nicht die große Stärke dieses Jahr. Und da gibt es die eine oder andere Verletzung. Das muss man ein bisschen beobachten, aber sonst schöpfen beide aus dem Vollen. Und ich sag mal so, Georgia definiert sich dann doch eher über das Laufspiel in erster Linie. Wenngleich Jake Fromm dieses Jahr ja ein bisschen mehr auch den Playmaker machen soll. Schwer hier einen Sieger zu tippen. Ich glaube aber, dass Georgia zu Hause nicht zu knacken sein wird. Ich glaube, die Bulldogs gewinnen das Ding. Upset, die Überraschung des Wochenendes dieses Mal. Letzte Woche habt ihr euch ja beschwert, einige, ja, wie kann ich denn sagen, Virginia über Florida State ist ein Upset. Ich hatte es ja auch selbst gesagt, ist jetzt nicht so Upset, weil Florida State, aber machen wir uns nichts vor. Die Ansprüche des Seminoles sind andere. Da müsste man eigentlich in Virginia zack wegnatzen. Hat nicht gereicht. Es ist aber, also puh, das darf eigentlich nicht passieren. Florida State, was da momentan passiert, ist ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich kein großer Seminole-Sympathisant bin, aber es ist schon traurig zu sehen, was da in den letzten Jahren so, wie man so vor sich hin dümpelt. Virginia ist natürlich eine geile Story. Und ja, sie waren bei den Buchmachern vorher Favorit, aber ich glaube, die Chancen standen hier so 50-50. Das war ja auch durchaus nicht uninteressantes Spiel. So, diese Woche habe ich ein Spiel, was da vielleicht mehr euch taugt. Ja, bitteschön. Number 20 Boise State empfängt auf ihrem Smurf Turf Air Force, die Falcons. Beide ungeschlagen. Boise 3-0, unter anderem im Sieg gegen Florida State. Air Force 2-0, zuletzt Colorado in Overtime geschlagen, die wiederum davor Nebraska in Overtime geschlagen haben. Statistisch beide Teams relativ ähnlich, was Punkte pro Spiel angeht, Yards pro Spiel, Punkte erlaubt pro Spiel. Sehr unterschiedlich ist natürlich, wie die ja zustande kommen. Boise knapp 350 Passing Yards pro Game, Air Force über 350 Rushing Yards pro Game. Also eine ganz andere Schiene, aber spannenderweise haben sie ein bisschen Passspiel entdeckt. 12 Pässe geworfen gegen Colorado. Ha, guck mal, 7 davon kamen an. Das ist ja schon ein statistisches Wunder. Für 155 Yards, 2 Touchdowns waren, glaube ich, auch dabei. Also schau an, wenn es sein muss, kann Mr. Hammond wirklich mit dem Ball umgehen, auch durch die Luft. Boises größtes Problem ist die O-Line, die bisher richtig schlechte Pass-Protection macht. Auch letztes Wochenende gab es 3 Sacks und das gegen, ich glaube, das war Portland State, also eine zweitklassige Uni. Yikes. Das ist ein Spiel, es ist schwer in Boise zu gewinnen. Tun nicht viele. Aber ich traue den Falcons. Die Falcons sind so, letzte Saison war ziemlich enttäuschend und
Da hat man schon gesagt, dieses Jahr ist so ein wichtiges Jahr für Calhoun, für den Head Coach. Da muss man wieder abliefern. Ich traue ihnen zu, dass sie hier nach Colorado eine weitere Überraschung schaffen und das Ding tatsächlich schaukeln. Die Heisman Watch, die darf natürlich nicht fehlen. Und ja, ich habe ihn schon angesprochen und er war schon vorher Thema. Also Tua hat ein totales Wahnsinnsspiel hingelegt. 444 Passing Yards, Career High. Und die drittmeisten in der doch recht ruhmreichen Geschichte der University of Alabama. 5 Touchdown-Pässe. Das alles im Opener der SEC gegen South Carolina. Ja, South Carolina ein bisschen undermanned. Auch eine neuer Mann auf Quarterback. Auch eine spannende Geschichte. Können wir auch mal drüber anders reden. Das ist der Bruder von dem jungen Mann, der Quarterback in Washington State war und Selbstmord begangen hat vor 2 Jahren. Das ist natürlich eine sehr emotionale Nummer. Aber passt gerade hier nicht her. Aber Tua, ein fettes Spiel. Ich hatte aber auch schon gesagt, sein Receiver haben ihm da natürlich auch groß geholfen. Aber am Ende juckt es keine Sau, wenn es um die Heisman geht. Die Zahlen, Respekt, bringen ihm dick Punkte. Wer mir auch richtig gut gefallen hat, auch wenn er im Heisman-Rennen wahrscheinlich keine Rolle spielt, weil man ehrlich gesagt gar nicht sagen kann, wie lange er diesen Posten als Quarterback innehaben wird, ist Dylan Gabriel. Jetzt fragt sich sicherlich ein oder andere, wer? Und das fragt ihr euch zu Recht. Dylan Gabriel ist Quarterback bei Central Florida. Nun, Central Florida hat zuletzt einen recht hohen Quarterback-Verschleiß. Mackenzie Milton, böse Knieverletzung gegen Ende der letzten Saison. Dann kam Darian Mack rein, hat das ganz ordentlich gemacht, hat sich dann auch wieder verletzt. Dann kam Brandon Wimbush aus Notre Dame. Echt einen starken Start hingelegt im ersten Saisonspiel, aber auch wieder Auerweh. Und letzte Woche durfte dann Dylan Gabriel ran. Und diese Woche in seinem zweiten Start gegen Stanford 22 von 30 Pässen, 347 Yards. Das ist schon eine richtig fette Performance gegen die Cardinal Defense, die eigentlich alles ist, nur kein Fallobst. 45 Punkte, batsch, richtig ein eingeschenkt Stanford. Da hat der Freshman richtig gut abgeliefert. Und jetzt, das ist sehr interessant. Wimbush war ja active, durfte auch mal ganz kurz aufs Feld ein bisschen Rasen schnuppern. Mac ist wieder im Training. Ich habe keine Ahnung, wer da in Zukunft der Quarterback sein wird. Vielleicht war es das auch schon für Dylan Gabriel, zumindest für dieses Jahr. Aber wenn er so weitermacht, wer weiß, dann reden wir vielleicht nächstes, übernächstes Jahr über ihn in Sachen Heisman Trophy. Aber das war auf jeden Fall eine krass fette Performance. Auch Richtung NFL gibt es noch 2 Namen, die ich euch nicht vorenthalten will. Auch diese Woche nicht. 2 Jungs, die meiner Meinung nach richtig abgerockt haben. Der eine ist T. Higgins, Wide Receiver Clemson. Die ersten beiden Saisonspiele war er um Gottes Willen nicht schlecht. Aber jetzt am Wochenende gegen Syracuse hat er sich gesagt, gut, Handbremse mal lösen und loslegen. 7 Catches, 150 Yards, einen krassen Schnitt von 21,4 Yards pro Catch. Ja. Der war unstoppable an diesem Tag. Krasses, fettes Spiel. Ist einer der Top-Receiver im kommenden Draft. Definitiv. Mir juckt die Nase, Freunde. Wäre froh, dass ihr es im Podcast nicht sehen könnt. Der andere, den ich euch noch nennen will, J.K. Dobbins, Running Back, Ohio State. 22 Läufe, 193 Yards und ein Touchdown gegen Indiana hingezaubert. 2. Spiel in Folge mit einem Schnitt von über 8 Yards pro Lauf. Es waren tatsächlich fast 9. 8,8 Yards pro Lauf. Brutale Performance. Ohio State sieht einfach wieder richtig gut aus. Egal, wer da wie spielt, aber Dobbins ist eine Maschine und wird nicht einfach, sollte er sich denn für die NFL entscheiden, an Namen wie Etienne oder Taylor vorbeizukommen. Aber man wird auf jeden Fall nicht, also er wird nicht hinten durchfallen, so wollte ich sagen. Bisschen umständlich. So viel zu den NFL Prospects diese Woche. Sag mal, Stolle ist auch in diesem Format endlich wieder zurück. Ein paar schöne Fragen von euch bekommen und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Anonymer Fullback, sehr geiler Name, muss ich einfach mal sagen, schreibt. Sag mal, Stolle,
Was ist los mit Trevor Lawrence? 5 Interceptions in den ersten 3 Spielen. Grund zur Sorge, die Heisman ist natürlich wohl futsch. Das würde ich noch nicht sagen, dass sie futsch ist. Die Saison ist noch lang. Die wirklich wichtigen Spiele kommen noch und der wird sich statistisch schon noch aufpolieren können. Aber natürlich gerät da ein bisschen ins Hintertreffen. Muss man sich Sorgen machen? Ich glaube nicht. Ja, beide Interceptions gegen Syracuse waren vermeidbar, waren sehr einfach zu sehr an seinem Target festgeklemmt und den Verteidiger einfach, ich weiß nicht, übersehen, ignoriert, nennt es wie es wollt, aber es war nicht optimal. Aber ist immer noch ein sehr junger Spieler, der natürlich mit sehr viel Hype in die Saison gegangen ist, der aber jetzt auch ein viel größeres Playbook bekommt, der also auch noch viel dazulernt. Ich finde, er performt weiterhin richtig gut, wenn Druck auf ihn kommt. In Red Zone ist eine Granate und er legt in jedem Spiel auch ein paar Bälle hin, wo du sagst, wow. Und insofern, solange dieses Wow da ist, muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Nächste Frage kommt von Lambo23. Sag mal, Stolle, Servus, von mir gibt es 2 Fragen. Ja, 2 Fragen. Erstens, gibt es heuer bei dir, da merkt man doch den österreichischen Kollegen, gibt es heuer bei dir im College Corner wieder einen wöchentlichen Überblick, wie es für die deutschen und österreichischen Jungs so läuft in der diesjährigen Saison? Und zweitens, wie läuft es für Thomas Schaffer in Stanford und könnte er schon in den Draft gehen nach dieser Saison? Und wenn ja, was kann man davon ihm erwarten? Also, wieder einen wöchentlichen Überblick, den hatte ich tatsächlich nicht. Ich kann mich erinnern, wir hatten letztes Jahr im Concussion-Protokoll immer mal wieder die Crowd-Watch. Naja, man verändert sich ein bisschen und sei mal ehrlich, es sind ja dann doch, es ging ja hauptsächlich um die NFL, nicht mehr so viele wirklich aktiv unterwegs gewesen, dass es sich wirklich lohnt, da jede Woche eine große eigene Rubrik draus zu machen. College ist ein bisschen mehr los, aber hier reden wir auch von sehr vielen O-Linern. Nichts gegen O-Liner. Absoluter Freund der großen, schweren Jungs, aber das ist mal statistisch schwer aufzuarbeiten. Also sowas ist nicht geplant für dieses Jahr. Zu dem zweiten Teil, Thomas Schaffer, der ist Senior, das heißt, das ist seine letzte Saison, meines Wissens nach, ist ein Backup in Stanford, Second String, hatte vergangenes Wochenende einen richtig guten Auftritt, sicher eines seiner besten Spiele. Mann, ist schon spät. 3 Tackles, 2 Tackles for Loss gehabt. Also ein richtig starkes Spiel, wenngleich Stanford einmal mehr verloren hat, und zwar deutlich. Ich persönlich glaube nicht, dass er im Draft eine Rolle spielen wird. Dafür spielt er einfach zu wenig. Muss man ganz ehrlich sagen. Kann sich natürlich immer noch ändern. Wisst ihr selbst, wie schnell es geht, dass man plötzlich ins Starting-Lineup rutscht, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hätte er natürlich genügend Zeit, sich noch den Scouts zu empfehlen. Vielleicht kommt er seine Chance jetzt, wie gesagt, wenn es bei Stanford nicht so läuft. Letzten beiden Spiele noch böse viele Punkte kassiert für eine Defense, die eigentlich immer dafür bekannt ist, dass sie das nicht tut. Vielleicht sucht man jetzt auch mal nach Wegen und Veränderungen und er bekommt seine Chance. Wäre ihm ja zu wünschen. Und dann habe ich noch Rico, ein ganz einfacher Name, mit einer etwas längeren Frage. Moin Stolle, nächste Woche wird ja vermutlich dein Spiel der Woche Michigan at Wisconsin sein. Meine erste Frage ist daher, ob die Badgers dieses Jahr das beste Team in der Big Ten sind. Es sind zwar nicht die stärksten Teams gewesen, aber selbst ich als Badgers-Fan war ziemlich beeindruckt über die 2-0. Dazu Jonathan Taylor, seine Liebe fürs Fangen von Bällen entdeckt, auch wenn ein Drop schon ärgerlich war, weil es ein sicherer Touchdown gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass Michigan eine wirkliche Chance im Camp Randall haben wird. Dann kommt noch Frage 2, auch wieder eine Doppelfrage. Glaubst du, dass der Hype um Tua größer ist als das, was er kann? Für mich ist der Hype zu groß und ohne Judy würde er sicherlich nicht so gut dastehen. Siehst du das ähnlich oder komplett anders? Also zum ersten Teil. Ich glaube nicht, dass die Badgers das beste Team in der Big Ten sind. Nein, absolut nicht. Die Badgers haben eine Menge Spieler abgeben müssen. Die O-Line ist auf fast jeder Position neu. Die Defense sehr viele neue Gesichter.
neuen Quarterback, der im Vergleich zu dem, der letztes Jahr gestartet hat. Also da ist viel Veränderung. Das ist ein brutal guter Start gewesen, aber man darf das auch nicht überbewerten. Das ist ein richtig heftiger Test jetzt gegen Michigan und nein, es ist tatsächlich nicht das Spiel der Woche für mich. Dazu später. Michigan geht zwar auch ähnlich, auch hier gerade in der Defense viele große Namen in die NFL abgewandert. Aber ich glaube, insgesamt ist Michigan offensiv breiter aufgestellt als die Badgers. Zudem hast du einen Headcoach, der so brutal unter Druck ist, der muss abliefern dieses Jahr. Ich finde es geil, dass Taylor tatsächlich im Passing Game eine Rolle spielt. Das ist eigentlich relativ untypisch für Badgers Running Backs. Aber es zeigt seine Vielseitigkeit und macht ihn natürlich noch gefährlicher. Das ist ein richtig krasser Test jetzt. Jeder weiß, was kommt. Das weißt du immer, wenn die Badgers spielen. Du weißt immer, die O-Line, Laufspiel. Das ist ein guter Test für diese junge, neue O-Line. Ist ein guter Test für diesen jungen, neuen Quarterback. Ist ein guter Test für die Defense, die ja nicht unbedingt aus Starspielern besteht, aber als Unit immer von Jim Leonard unfassbar gut eingestellt ist. Insofern, ich glaube, das wird ein richtig geiles Battle. Muss aber ehrlich zugeben, auch wenn die Buchmacher die Badgers leicht im Vorteil haben, bin ich der Meinung, so wie die Badgers dieses Jahr aufgestellt sind vom Kader, wäre es schon eine kleine Überraschung, wenn sie das Spiel gewinnen würden. Zu deiner zweiten Frage, zum Hype um Tour. Ja, der Hype ist natürlich extrem, aber auch hat ja auch seine Gründe. Ist auch kein Wunder nach Spielen wie zuletzt gegen South Carolina, dazu dann später noch ein bisschen mehr. Hat natürlich grandiose Waffen, überhaupt keine Frage. Und ja, auch sein letztes Spiel, wenn man es mal genau hinblickt, sagt man, okay, von 36 Würfen waren nur 6 Pässe über 10 Yards. Das ist jetzt nicht viel und bedeutet, wenn man dann so eine Wahnsinnszahlen hat wie er, kommen wir später zu, will noch nichts verraten, dass die Jungs um ihn rum halt einen brutalen Job gemacht haben. Und Jerry Jeudy ist einer davon. Dennoch bin ich nicht der Meinung, dass Jeudy der Grund ist, warum er so gehypt wird. Der Junge ist schon extrem gut, unfassbar accurate. Ich für meinen Teil stand jetzt sehen, tatsächlich im NFL-Draft, als einen der 10 besten Spieler. Stand jetzt. Heißt nicht, dass er nur auf Platz 10 weggeht, sondern er ist ja ein Quarterback, wir wissen alle, wie es läuft. Wahrscheinlich wesentlich weiter vorne. Mehr Fragen bitte für das nächste Mal. Ich freue mich. Das war's diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen informiert. Ihr hattet ein bisschen Spaß und dann sind wir mal gespannt, was dieses Wochenende so alles Wildes abgeht. Ich bin mir sicher, wir werden einige krasse Spiele und Ergebnisse sehen. Bis nächste Woche.